Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen auch mal eine Runde Minecraft. Version 1.7.2 aktuell. Ich habe mich gefreut über diese super Secret Settings. Ich habe es ja ganz eine Weile nicht gespielt. Ja, die sind ganz toll. Das verändert die Shader im Spiel. Das werden wir aber vielleicht mal ein bisschen später machen. Hier ist übrigens ein kleiner Fehler im Dings. Wie heißt es noch? Im Font. Ja, wir starten mit einer neuen Singleplayer-Welt. Create New World. Die nennen wir LOM pickhunter-lp.de. HTTP. Ja, das nehmen wir dann als. Na egal. LOM pickhunter-lp.de. Das ist auch die Stelle, wo ihr auch andere Videos findet. Nicht nur bei Facebook oder bei YouTube. In meinem Kanal, LOM Pikanter LP, Coolio, Game Mode, Hardcore, Creative, Survival, bitte. Struktur natürlich, Welttyp, Superflat, keine Lust, Large Biomes, Amplified, Just for Fun, Requires, Beefy Computer, ich will keine Beefy, ich stehe total auf Large Biomes. Cheats lassen wir aus, Bonus Chests lassen wir auch aus, ja. Seed, HTTP, facebook.com/lompickhunterlp. Passt nicht hin. Fuck you! lompickhunterlp. Welt und so. Mann. Und dann. Und great. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Er bildet das Terrain. Nicht wundern übrigens, ich werde die einzelnen Parts nicht an- und abgrüßen, weil ich jetzt hier eine Session aufnehme. Fangen wir doch direkt an. Minecraft kennen ja viele schon, viele finden es blöd, viele finden es toll, ich finde es toll. Und schauen wir mal. Hab's wie gesagt eine Weile nicht gespielt. Ich glaube die letzte Version war eine 1.5er oder so, ich bin mir nicht sicher. Naja. Jedenfalls fangen wir ganz klassisch an, gucken erstmal, wo wir hier überhaupt sind. Oh, hier ist natürlich viel Platz und viele Blümchen und... Ups. Bisschen Werkzeuge braucht der Mensch. Der Minecraft-Mensch. Hopp, bup, bup. Gib mal her, ja. Hey. So ein... Wie heißt das noch? Eine Pickaxe, genau. Mensch. Oh, mach mir hier nicht wuschig. So. Und noch so ein Ding hier, eine Axt halt, damit wir noch ein bisschen schneller hier kaputt hauen können. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich zumindest selber sehr, sehr wenig Kohle finde. Und deswegen werde ich hier ein bisschen abholzen, damit ich mir Holzkohle machen kann. Immer eine gute Sache. Kann man ja gut gebrauchen, so ein Holzkühlchen. Kann man auch schön mit grillen, schön Fleisch grillen. Manche grillen sich auch Fisch oder Äpfel. Also zumindest im Real Life. So. Ah, ich habe vergessen, ein Schwert zu basteln. So. Gib mir eine Sword. Und Schwein schlachten. Ja. Komm her, du Schwein. Quick, quick, quick. Gesundheit, liebe Katze. Ja, ich habe hier eine Katze hinter mir sitzen. Die guckt mir ganz gespannt zu und hat gerade genießt. So. Zum Fleisch reiß ich erstmal raus. Brauche noch ein bisschen mehr Holz. Holz, 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 Holz. Und dann können wir uns auf die Suche nach Steinchen machen, damit wir dann besseres Werkzeug kriegen. Und dann gucken wir mal. Ja. Da ist wenig Berg. Mal gucken. Ist in die Richtung vielleicht ein bisschen mehr Berg? Hallo? Berg? Ich will jetzt hier nicht schon anfangen mit Strip Mining, nur wegen Stein. Oh, ja. Das ist doch schon mal bon fortunös. 1, 2, 3, 4, 5. 9 brauche ich erstmal. 5? Ne, ein bisschen mehr. Ach. Was soll der Geiz, ne? Komm, hau ab her, du störst. Danke. Oh, bam. Was soll der Geiz? Hauen wir gleich noch ein bisschen mehr Steine raus. Am Anfang mache ich es ja immer so, machen wir auf
wahrscheinlich die meisten so, erstmal ein bisschen Ressourcen sammeln, das grundlegende Werkzeug basteln und dann sucht man sich eine schöne Bleibe, so wo das halt schön ist, wo ein bisschen See in der Nähe ist und ein bisschen andere Zeugs. Eine Höhle vielleicht sogar, wäre cool. Und vor allem Schafe für ein Bett und anderes Getier. Aber das kann man sich auch so noch holen dann. Wichtig ist vor allem ein Bett. Zwecks Spawn Point. Ich habe jetzt gerade eben schon mal kurz noch ein bisschen angespielt. Und da bin ich dreimal in den Creeper reingelaufen. Und am Ende wusste ich dann überhaupt nicht mehr, wo ich lang gegangen bin. So, ja, ich liebe Fleisch, was dreckig ist. Ich habe ja jetzt schon wieder vergessen, wo überhaupt das ganze Zeug hier ist. Das war, glaube ich, hier, ne? Irgendwo. Hier habe ich das Ding nicht. Ja, sehr gut aufgezeichnet. Wir bauen einen Ofen. Ein Ofen, oh ja. Hip, hip. Tipp, tipp. Hip, tipp. Und noch so ein Ding. Oh ja, oh ja. Und noch ein Schwert. Wichtig. Eines der wichtigsten Utensilien in der Minecraft-Welt. Stellt euch mal vor, man hätte ja kein Schwert. Bäh. Wie sollte man sich gegen die ganzen Monster wehren? Bisschen anders hinsetzen, ja. Mir schläft gerade der Fuß ein, wenn. Ich habe die Angewohnheit, immer auf meinem Fuß zu sitzen, wenn ich spiele. Und irgendwann schläft er dann ein. Das ist voll bäh. Braucht man noch so viele schöne Bäumchen? Den hier. Den nehmen wir noch mit. Ist ja vollkommen egal, ob wir jetzt hier die Landschaft verschandeln. Weil wir gehen ja sowieso woanders hin. Zack, 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 zack. Komm. Noch ein paar Bäumchen. Ja. Ausgezeichnet. Und ganz viel von dem gleichen Holz vor allem. Wir wollen ja ein Hütchen bauen gleich. Ein Häuschen. Wo man wenigstens die Nacht überbleiben kann. Vielleicht die erste Nacht. Ich weiß es noch nicht. Ach, wir werden es sehen. Durch hier. Danke. Das ist hier das Holz, was wir dann verkokeln können. Damit baue ich nicht so gerne Häuser. Die sind mir immer dann zu hell. Mit dem Holz hier. Oh, ne Mist, du. Joa. Was gibt es da noch anderes zu sagen, ne? Außer wir brauchen Holz. Holz, Holz, Holz. Holz, 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 Holz. So. Welche Fledermäuse? Ich krieg Angst. Fledermäuse. Ja, das ist eindeutig eine Fledermaus. So eine Blume mitnehmen? War das zwei? Nee. Ein Rosenbusch. Oh ja, die nehme ich mit. Damit kann man noch ein bisschen dann verschönern. Habe ich da gerade auch einen Zombie gehört, sag mal? Boah. So, Schwein, stirb. Ah, komm her, Schwein. Ja. So. Tor noch. Geil. So, wollen wir uns mal auf den Weg machen, irgendwo hin, würde ich mal sagen. Noch ein paar Schweineschlachten für unterwegs. Auch wenn es dann rohe Schweine wären. Rohe Steaks? Nee. Rohes Schweinefleisch einfach. Ist ja egal. Bringt ja, glaube ich, auch zwei Herzchen. Nee. Ja. Baff. Ausgezeichnet. Schweinefleisch bleibt drin. Das nehmen wir auch schon mal mit rein, weil nehmen wir dann hier mit. Und das nehmen wir auch mit. Wir sind ja nicht so verschwenderisch. So, jetzt gehen wir mal auf die Suche nach einer coolen Stelle für das erste Häuschen. Lala. Lala, la, 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 la. Hui! Das ist mir doch egal. Ach, rohes Fleisch. Bring mal eins. Ach, das war Kuhfleisch. Also Rinderfleisch. Das bringt zwei, glaube ich. Hier ist aber echt einöde, ey. Hui. Vielleicht noch ein bisschen was abernten. Weil die Samen brauchen wir ja auch noch, ne?
Weizen mit anbauen und Hühner anlocken. Und du Schafe. Geil. Unbedingt. Du Schaf stirbst. Du Schaf stirbst auch. Und du Schaf stirbst auch. So, wie viele haben wir? 3 reicht. Ja, okay. Oh, da ist nix wahrscheinlich. Lal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 a. Hier ist gar nix. Da ist ein See. Das ist ja toll. Schade, dass man Schaf nicht essen kann in dem Spiel. Das vermisse ich noch so ein bisschen. So ein schönes Lammkotelett. Huch. Ein paar Blumen einpacken. Ja, es ist echt langweilig hier, die Ebene. Das ist die Ebene von Hyrule. Oh. Tja, bauen wir hier dann... Oh, dann bauen wir hier halt auf, ne? Hier ist ein kleiner Tümpel, der ist nicht groß. Aber immerhin. Haben wir auch ein bisschen Gravel. Auch nicht schlecht. Okay, dann bauen wir hier unser erstes... Oh, unser erstes Hütchen ist schon gebaut. Das ist ja praktisch. Ja, hier kommt der Wandersmann daher. Und wird euch sowas von in den Arsch treten. Hi Leute, ihr müsstet mal wieder Rasen mähen. Ah, guten Tag. Ja. Welches Haus nehme ich mir? Ich will ihn noch nicht töten unbedingt. Die haben so kleine Häuser. Das davon gefällt mir nicht. Eigentlich sind die Häuser hässlich, oder? Ja. Oh, verhungern tun wir auch bald. Oh, das Licht geht unter. Naja, egal. Komm. Nein, Mann. So, gib mir mal ein Licht. Ich nehme jetzt erstmal das Häuschen hier. Das wird von mir jetzt beansprucht. Dankeschön. Ach, ist ja eigentlich ganz neckisch. Jo, das nehmen wir mit. Oh, ja, stirb, du Biest. So, das ist mein Haus. Gibt's doch nicht. Ja, kommt einfach so in mein Haus rein. Das ist doch unmöglich. Kommt hier noch einer rein? Was willst denn du hier? Verpiss dich. Mann. Zur Not rotte ich euch aus. Ist mir auch egal, ey. So. Ja, nett. Ist auch schön beleuchtet. Ach ja, ein Bettchen können wir ja bauen. Dip, dip, dip. Dip, dip. Ne? Ja, ein bisschen Wolle drauf und ein Bett gezaubert. Das ist schön. Sehr schön. Gute Nacht. Ich will, dass es Tag wird. Da können wir noch ein bisschen rumrennen. Außerdem ist jetzt der Spawn gesetzt. Ein bisschen Kohle haben wir da. Nett, 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 nett. Okay, Tür auf bitte. Danke. Was ist das hier? Oh. Das hier ist das... Das Truhenhaus wird das hier später mal. Da bin ich mir doch sehr sicher drüber. Das kann man dann noch ein bisschen ausbauen. Aber 2 Truhen passen auf jeden Fall schon mal mindestens rein, ohne dass es kacke aussieht. Jo, warte mal, was ist denn hier los? Ja, das muss man noch ein bisschen terraformen, das Dorf. Okay. Ach, wisst ihr was? Das wird abgerissen hier. Halt! Damit. Geht's besser? Ja. So. Scheiß Glas hier. Weg damit. Brauch keine Schwein. Lalalala, machen wir das Dorf kaputt, oh ja. Das ist eine nette Behäusung. So, ein Dorf zu finden am Anfang ist schon ganz toll. Vor allem, weil ich ja so gut wie nie irgendwas Besonderes finde, ey. Ja.
reißen wir das Haus.